Lichtgeschwindigkeit. Markt der Ideen 19. Ich singe so gerne, aber ich kann eigentlich nicht gut singen. Meine Stimme ist nicht richtig eintrainiert und so, aber trotzdem möchte ich gerne etwas vormachen. Ein relativ komisch zu spielendes Lied, was deshalb auch nicht so häufig geklampft wird, das ist folgendes. Das ist so ähnlich wie Yellow Submarine. Hello, hello, I don't know why you say goodbye, I say hello. Und dann spielen die dazu folgendes. Hello, hello, I don't know why you say goodbye, I say hello. Hello, hello, I don't know why you say goodbye, I say hello. Also ich rufe hier nicht zum Bürgerkrieg und zum Situationalismus auf, auch nicht zum Auto anstecken, aber mir ist das, was ich hier vortrage, Markt der Ideen, vollkommen ernst. Und ich bin hier in Pankow, im Dunkeldeutschland, anders kann ich das nicht sagen, umgeben von lauter Leuten im Alltagsleben, die nicht Zeitung lesen, die wirklich nicht informiert sind. Und die sich auch nicht interessieren für das, was in der Welt los ist. Und die sich auch nicht interessieren für das, was hier in der Politik los ist oder so. Das Einzige ist, sie gucken, wie sie über die Runden kommen, saufen, ficken und dann, was so an Auffälligkeiten vom Vierrad angetriebenen Auto bis zu irgendwelchen teuren Kinderspielzeug oder Knaller oder was eben alles für anregende Sachen da sind, die nicht anstehen, dass ich sie verurteile. Die Menschen sind so. Das ist keine rationale oder vernunftorientierte Lebensweise, sondern das ist einerseits scheißegal und andererseits ist es sozusagen dieses Durchmodeln, was wir kennen. In dem Zusammenhang muss man aber sehen, dass jetzt quasi die Bundeswehr als allgemeine Bildung abgeschafft ist. In Zukunft das Schießen können, die Bewaffnung, das Militär und alle diese Sachen tschekistische Techniken sind. Also wie eine Geheimpolizei, die zu allem fähig ist und die Leute auf der Straße zu nichts. Das hört auf, damit dass Leute nicht mehr in der allgemeinen Wehrpflicht ausgebildet werden, in einer Grundausbildung. Das Wissen hört auf, das Können hört auf und damit sind wir auf Steine werfen oder Autos anzünden zurückgeworfen als politische Äußerung. Und da das ja nicht sinnvoll erscheint, weil man höchstens selbst auf die Schnauze kriegt, bleibt dann sozusagen die politische Äußerung weg. Mit anderen Worten, der Ökofaschismus, dem wir entgegensehen, der wird in Wohnungen oder auf Kinderspielplätzen zu irgendwelchen menschlichen Formen geführt. Ansonsten ist die Abkopplung der Menschen von der polizeistaatlichen Politik, Wirtschaftspolitik, scheinbar im Einverständnis aller beschlossen, was sich dann nur noch immer wieder ablesen lässt darin im Alltagsleben, dass die meisten Leute sich nicht interessieren, nicht Bescheid wissen und bei den demokratischen Wahlen, dass sie eben nicht wählen gehen und wie man das dann hinkriegt, dass es so aussieht, als ob, das kann man dann sehen, bei einem putinschen Gesellschafts- und Demokratiewesen, wie es bei Berlusconi in Italien oder jetzt bei der ungarischen Medienlage oder auch bei Lukaschenka in Minsk und so weiter fortschreitet. Ja, ich brauche ja nur, wie gesagt, hier in Berlin zu gucken, wer weiß Bescheid. Ja, wir haben ein iPhone und wir haben ein E-Mail, Internet, irgendwas aufrufen, kurz gucken und dann trifft man wieder Leute und die hören sich das geduldig an, was ich hier erzähle, wenn sie es sich anhören.
Aber es kommt dann sehr wenig und ich bin ja gar kein Spezialist in dieser Hinsicht, sondern ich bin eigentlich nur jemand, der nun scheinbar aus einer anderen Generation kommt, für den bürgerliches Wissen, Staatskunde oder wie immer man das nennen will, einschließt, dass man sich für das tägliche Geschehen der Welt, von der man ein Teil ist, von der Geschichte, in der man ein Teil ist, ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit zuzuwenden, ein bisschen. Das muss man nicht beruflich machen. Tut mir leid, also ich setze mal meine Lektüre fort und ich stehe sehr stark unter dem Eindruck, nicht nur, dass das so ist, sondern dass man auch, wenn man das anmerkt, entweder auf Unverständnis oder auf Ungeduld stößt. Das ist bei dem YouTube Lichtgeschwindigkeit einfacher. Man schaltet es einfach nicht ein, man schreibt keine Kommentare, man hat keine Fragen. Und es wäre das Allerletzte, wenn ich jetzt diejenigen, die das hier aufrufen, beleidigen oder kritisieren würde. Das geht natürlich gar nicht. Aber ich mache hier die kalte Nummer, ich mache keine Werbung, keine Freundschaften, sonst was, tralala, Hin- und Her-Verlinkungen. Und ich sehe, wie gering die Resonanz ist. Und das ist doch eine sehr wahrhafte Abbildung, also empirische Befund der Lage von Intelligenz im Internet. Und hier geht es weiter im Text. In den Reden der Ökologen ist alles umzukehren. Da, wo sie von Katastrophen sprechen, um die Ausrutscher des herrschenden Systems bei der Verwaltung der Wesen und Dinge zu bezeichnen, sehen wir nur die Katastrophe seines so perfekten Funktionierens. Die größte bis jetzt bekannte Hungersnot in der tropischen Zone 1876 bis 1879 traf mit einer weltweiten Trockenzeit zusammen, aber vor allem mit dem Höhepunkt der Kolonisierung. Die Zerstörung der bäuerlichen Welten und ihrer Subsistenzwirtschaft hatte die Mittel verschwinden lassen, der Not zu trotzen. Mehr als der Wassermangel sind es die Auswirkungen der sich massiv ausbreitenden Kolonialökonomie, die die gesamten Tropen mit Millionen von ausgemergelten Kadavern bedeckt hat. Das, was sich überall als ökologische Katastrophe darstellt, war immer und ist noch vor allem der Ausdruck einer verheerenden Beziehung zur Welt. Nichts zu bewohnen macht uns verletzbar beim kleinsten Stoß des Systems, beim kleinsten klimatischen Risiko. Während die Touristen beim Nahen des letzten Tsunamis weiter in den Wellen herumtollten, hasteten die Jäger und Sammler der Inseln den Vögeln hinterher und flohen von den Küsten. Das gegenwärtige Paradox der Ökologie besteht darin, dass sie unter dem Vorwand, die Erde zu retten, nur das Fundament dessen rettet, was sie zu diesem trostlosen Gestirn gemacht hat. Die Regelmäßigkeit des globalen Funktionierens überdeckt in normalen Zeiten unseren an sich katastrophalen Zustand der Enteignung. Was man Katastrophe nennt, ist nur die Zwangsunterbrechung dieses Zustandes. Einer dieser seltenen Momente, in denen wir ein wenig Präsenz auf der Welt zurückgewinnen. Soll man doch früher als vorhergesehen die Ölreserven aufbrauchen? Sollen die internationalen Ströme, die das Tempo der Metropole aufrechterhalten, doch unterbrochen werden? Soll man doch auf große soziale Störungen zusteuern? Sollen die Verwilderung der Populationen, die planetarische Bedrohung, das Ende der Zivilisation doch kommen? Jeder Kontrollverlust ist allen Szenarios des Krisenmanagements vorzuziehen. Die besten Ratschläge sind folglich nicht bei den Spezialisten für nachhaltige Entwicklung zu suchen, in den Funktionsstörungen, den Kurzschlüssen des Systems tauchen Elemente von Antworten auf Probleme auf, die bald keine mehr sein könnten. Von den Unterzeichnern des
Kyoto-Protokolls sind bis heute die Ukraine und Rumänien die einzigen Länder, die wohl unfreiwillig ihre Verpflichtungen erfüllen. Ihr könnt euch denken, warum. Das am weitesten fortgeschrittene Experiment weltweit in Sachen biologischer Landwirtschaft geschieht seit 1989 auf der Insel Kuba. Ihr könnt euch denken, warum. Entlang den afrikanischen Pisten und nicht anderswo hat die Automechanik den Rang einer Volkskunst erworben. Ihr könnt euch denken, wie. Was die Krise wünschenswert macht, ist, dass in ihr die Umwelt aufhört, Umwelt zu sein. Wir werden dazu getrieben, erneut einen Kontakt, sei er auch tödlich, mit dem aufzunehmen, was da ist, die Rhythmen der Wirklichkeit wiederzufinden. Das, was uns umgibt, ist nicht mehr Landschaft, Panorama, Theater, sondern eben das, was uns zum Bewohnen gegeben wird, worauf wir uns einlassen müssen und wovon wir lernen können. Wir werden uns nicht von denen, die die Katastrophe verursacht haben, ihre möglichen Inhalte stehlen lassen. Da, wo die Verwalter sich platonisch darüber Fragen stellen, wie man die Dinge wenden kann, ohne die Bude zu zerschlagen, sehen wir keine andere realistische Option, als so früh wie möglich die Bude zu zerschlagen und bis dahin aus jedem Zusammenbruch des Systems Nutzen zu ziehen, um an Stärke zu gewinnen. New Orleans, einige Tage nach dem Durchzug des Orkans Katrina. In dieser apokalyptischen Atmosphäre organisiert sich hier und da ein Leben neu. Angesichts der Untätigkeit der Behörden, die mehr damit beschäftigt sind, die touristischen Viertel des French Quarter zu säubern und seine Läden zu schützen, als den armen Bewohnern der Stadt zu Hilfe zu kommen, tauchen vergessene Formen wieder auf. Trotz der manchmal handfesten Versuche, die Zone zu evakuieren, trotz der für diesen Anlass von Herrenrassenmilizen eröffneten Negerjagdpartien, haben viele das Gebiet nicht aufgeben wollen. Für diejenigen, die sich geweigert haben, als Umweltflüchtlinge in alle Ecken und Enden des Landes deportiert zu werden, und für jene, die aus Solidarität mit dem Aufruf eines ehemaligen Black Panthers von fast überall her zu ihnen kommen, taucht die Selbstverständlichkeit der Selbstorganisation wieder auf. Innerhalb weniger Wochen wird die Common Ground Clinic auf die Beine gestellt. Dieses wahre Feldlazarett stellt dank des unaufhörlichen Zustroms von Freiwilligen von den ersten Tagen an kostenlose und immer effizientere Behandlungen zur Verfügung. Seit nunmehr einem Jahr ist die Klinik Basis eines täglichen Widerstands gegen die von den Bulldozern der Regierung geführte Tabula Rasa-Operation, die die Absicht hat, diesen ganzen Teil der Stadt den Baufirmen zum Fraß vorzuwerfen. Volksküchen, Versorgung, Straßenmedizin, wildes Beschlagnahmen, Notwohnungsbau, ein ganzer Haufen praktisches Wissen, das von diesem und jenem im Laufe des Lebens angesammelt wurde, hat dort den Raum gefunden, um sich zu entfalten. Weit entfernt von den Uniformen und den Sirenen.
Wer vor der Katastrophe die mittellose Freude in diesen Vierteln von New Orleans erlebt hat, den Argwohn gegenüber dem Staat, der dort schon vorher herrschte, und die massive Praxis des sich zu helfen Wissen, die dort üblich war, der wird nicht erstaunt sein, dass all das dort möglich gewesen ist. Wer hingegen von den Wüsten unserer Wohnanlagen ausgesaugt und atomisiert wurde, könnte bezweifeln, dass es dort eine solche Entschlossenheit gibt. Zu diesen Gesten zurückzufinden, die unter Jahren normalisierten Lebens vergraben sind, ist trotzdem der einzige gangbare Weg, um nicht mit dieser Welt unterzugehen. Und es möge eine Zeit kommen, an die man sein Herz verliert. Wiedersehen. Ahoi.